Ja, ich bin's nochmal. Im Anschluss an das vorgehende Video mit dem Löwen muss ich gleich noch eins machen. Also, ich bin den ES5 gefahren. Top-Fahrzeug, macht Spaß. Nur man sollte ihn nicht zu oft fahren, weil dann fällst du irgendwie hinten runter und kriegst nur noch blöde Truppen. Also hin und wieder mal und dann passt das auch. So wie heute und vorhin. Und das Gefecht lief eigentlich super bis zum Schluss. Und ich gebe ehrlich zu, ich war da ja schon etwas überfordert. Die Meldungen im Chat, einer sagt, ich soll Basis erobern, der andere sagt, ich soll angreifen, den letzten Panzer killen. Also ich sage ehrlich, da war ich überfordert. Ich nehme den jetzt mal rein und schaut mal bitte zu. Moment. Da. ES5. Jep, der ist das. Gut. Und wir fahren los. Also eigentlich alles machbar, was jetzt da entgegensteht. Und von daher, ich sag ja, war ein guter Kampf. Das ist der neue da, der. Also ich fahre links rüber zu A. Wir sind dort zu fünft. Da kann man richtig was machen. Jetzt wollte ich eigentlich nicht umfahren, aber passiert. Wobei am Anfang des Gefechts macht es nicht unbedingt das aus, weil alle erstmal ihre Position suchen. Wie auch ich. Wieder mal sind alle schneller als ich. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich haben sie irgendwelche Skills geschaltet, die Leistung bringen. Ich versuche jetzt von rechts, dass ich die Ärsche finde. Genau sowas hier. Ja, weg ist er. Hätte es mich reingelassen, hätte ich ihn ordentlich verbraten. Mit dem ISU. Aber jetzt ist er weg. Nichts mehr. Hopp, da kommt er. Und. Ja. Den haben wir cool. Fertig gemacht. Sehr cool. Boing, weg ist er. Also wie gesagt, es läuft eigentlich alles gut. Wir sind auch im Überhand. Das heißt, wir sollten eigentlich gewinnen. Und hier auch versuche ich mir von der Seite oder von hinten jemanden zu pushen. Der ist gerade weggefahren. Schade. Das Weg ist natürlich ein Triebel. Einen lahmen ES5 besser dann Waffen besser als mein ES. Aber den kommt Ärger. Wir schießen. Und damit kriegt er von mir eine drauf. Bumm. So soll es sein.
Wie das jetzt ging, dass wir nur noch 1 zu 1 sind, ich habe es nicht aufgepasst. Jetzt kill him, also ich soll den Panzer töten, bin aber auf dem Weg zum Kreis. Also jetzt fahre ich zum Panzer. Jetzt kommt gleich die Meldung. C. Ich soll zum C. Okay. Ich höre auf die erfahrenen Spieler. Ich fahre zum C. Go! Ja. Ich mach doch schon. Du Hirsch. No C. Aha. Jetzt nicht mehr C. Das ist das Problem. Jetzt bekomme ich den ersten Ärger. Hätten sie mich mal fahren lassen, wie ich wollte, dann wäre das wahrscheinlich anders gelaufen. Diese blöde Schreiberei kotzt mich. Jeder schreibt irgendwas und jeder meint, es richtig zu schreiben. Also A ist geblättert und damit meine ich, ist der Gegner dort. Deswegen fahre ich dahin. Jetzt. Also, genau. T-34. Munitionstreffer! Zum Glück ging's nicht hoch! Damit tut's nicht. Wir haben sie voll erwischt! P ohne Ende. Aber das Problem ist, der Bursche versteckt sich jetzt in dem Hügel und ich mache jetzt wahrscheinlich hier den großen Fehler und fahre. Der ging nicht durch. Nee, der ging sonst wohin. Aber in Empfang und fahre jetzt links rum. Also das ist jetzt der Fehler, der mir so viel Zeit kostet. Ich hätte sollen direkt auf ihn fahren und Vollgas und dann einfach von der Seite oder von hinten eine geben. Dann brauche ich ja nur noch eine. Ja, also er stellt sich mir jetzt entgegen. Ich habe keine Chance, ihn tödlich zu treffen. Im Gegensatz eher zu mir. Jetzt nicht. Da kommt mein Gehirn-Schuss. Aber das ist alles zu kurz. Ich kann keinen Treffer landen. Und da war es schon vorbei. Und dann gab es natürlich richtig Mecker. Ja. Dumm gelaufen. Das nächste Mal fahre ich einfach so, wie ich will. Und dann hätte ich ihn gekillt, weil meine HP waren deutlich höher und ich hätte ihn schon als IS-5 killen können. Ja. Na. 3 Kills. Es wären 4 gewesen. Ach, ich bin da richtig ärgerlich jetzt darüber. Aber okay. Es kommen wieder andere Kämpfe, wo es dann am Ende funktioniert. Die blöden Sprüche, die dann in Chat kommen, ne? Die kann ich jetzt leider nicht mehr zeigen. Die sind ja so krank. Ja, die sind so krank. Was sich da Leute Zeit nehmen, bei mir reinzugehen und mir so einen Schrott zu schreiben. Also, ich weiß nicht. Keine Ahnung, wie die Menschen ticken. Ich werde es mich jetzt auch ins Bett legen. Also, ich wünsche euch allen eine gute Nacht und bis später, ihr Silberfixe. Ciao.